Schönen guten Morgen meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ältere Arbeitskräfte als Zukunftspotenzial. Eigentlich ein großes Thema. Warum ist es ein großes Thema? Veränderungsprozesse am Arbeitsmarkt hat es immer gegeben. Wird es geben? Gibt es. Aber was ist das Besondere an der aktuellen Situation? Das Besondere an der aktuellen Situation ist die Geschwindigkeit, mit der wir uns in diesen Veränderungsprozessen befinden. Denken Sie zurück, Blick Digitalisierung war schon schnell vor Covid, die Veränderungsprozesse. Aber Covid hat uns gezeigt, dass eigentlich viel, viel schneller gehen kann. Stichwort Homeoffice, was da eigentlich innerhalb von Tagen, Wochen, Monaten plötzlich möglich war. Wir kannten auf einmal alle Teams-Meetings. Bis dorthin, was haben wir mit Teams gemacht? Wir haben uns persönlich getroffen. Das war schon schnell. Nur ChatGPT, KI, hat uns eigentlich in den letzten anderthalb Jahren gezeigt, dass das, was wir da glaubt haben, dass das eigentlich extrem schnell ist, eigentlich noch langsam war und ChatGPT eigentlich jetzt zeigt, was eigentlich noch schneller sein kann. Und vor allem auch hinsichtlich, wer ist betroffen, wer ist gefragt. Zuerst waren es eben die manuellen Tätigkeiten und man hat gesagt, na, eigentlich alles, was im Bereich kognitiver Tätigkeiten, Problemlösungskompetenz, Kreativität ist, das ist eigentlich eher nicht automatisiert, nicht digitalisierbar. ChatGPT zeigt uns, dass auch das sehr wohl automatisierbar ist. Zweites Thema war eigentlich dann die Ökologisierung. Man hat eben Pariser Abkommen, dann hat es den Green Deal gegeben 2019, der eigentlich in den Hintergrund ein Stück weit geraten ist durch Covid-19. Aber nichtsdestotrotz, plötzlich 2 Jahre später, wir waren gerade einmal heraus oder nicht einmal noch ganz heraus aus Covid-19, Angriffskrieg in der Ukraine und plötzlich ein Thema, fossile Brennstoffe, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Also das heißt, wir haben eigentlich innerhalb von sehr kurzer Zeit, befinden wir uns nicht nur in einem Prozess, der extrem schnell verläuft, sondern wir sind auch in einem Prozess, wo Veränderung hat es immer gegeben, aber on top, eigentlich 2 externe Faktoren noch dazugekommen sind. Einerseits Covid und zweitens dann Russland. Und in dieser Gemengelage eigentlich hat man gesagt, nein, das haben wir eigentlich eh schon genug, haben wir eigentlich eh schon genug zu tun. Und jetzt wird eigentlich aber auch ein drittes Thema noch zunehmend relevant und das ist die Demografie. Warum ist die Demografie relevant? Weil wir sehen, dass wir halt sehr starke Jahrgangsbesetzungen der Ende der 1950er, Anfang 60er Jahre haben, die zunehmend aus dem Arbeitsmarkt austreten werden. Die unmittelbar nachfolgenden Generationen des 70er Jahres sind die am schwächsten Besetzten. Und zugleich wissen wir aber auch, dass die 20- bis 24-Jährigen, die Zahl der 20 bis 29-Jährigen, die eigentlich reingehen sollten in den Arbeitsmarkt, sinken werden in den nächsten 10 Jahren. In dieser Gemengelage befinden wir uns gerade. Und wenn man sich jetzt das anschaut, auch hinsichtlich der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, wenn Sie zurückgehen, bis in die 50er, 60er Jahre, hat es nur zu Beginn der 1970er Jahre einmal eine kurze Phase gegeben, wo die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 Jahren in Österreich gesunken ist. Sonst haben wir eigentlich immer Phasen gehabt, wo die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gestiegen ist. Und jetzt erstmalig befinden wir uns in einer Phase, wo das kippt. Und wo wir davon ausgehen können, so müssen, auf Basis eben der aktuellen Bevölkerungsprognose von Statistik Austria, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den nächsten Jahren, 10, 15 Jahren, sinken wird. Und was kommt noch dazu? Sie wird sinken und wir haben aber auch zu wenig junge Leute, die nachkommen in den Arbeitsmarkt. Und genau vor diesem Hintergrund ist jetzt die Frage, ältere Arbeitskräfte, Zukunftspotenzial, das heißt, es ist ja ungleich wichtiger in dieser Konstellation, Arbeitskräfte in Beschäftigung zu halten, beziehungsweise das vorhandene Potenzial an Beschäftigten bestmöglich auszunutzen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich nachfolgend jetzt 3 Fragen behandeln. Wenn wir jetzt von älteren Arbeitskräften sprechen, von wem sprechen wir? Wo sind sie beschäftigt? Und was kann man eigentlich machen oder unternehmen, um sie in Beschäftigung zu halten? Zum ersten einmal, wer sind ältere Arbeitskräfte? Mittlerweile bin ich hinreichend alt, dass ich gelernt habe, je nachdem oder über die Zeit hinweg,
hat sich die Altersgrenze von wer sind ältere Arbeitskräfte eigentlich immer wieder verschoben. Einmal spricht man eben plus 45, plus 50, plus 55. Also auch das ist, glaube ich, wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass wenn man von älteren Arbeitskräften spricht, eigentlich es wichtig ist, sich mal anzuschauen, also von welcher Altersgruppe oder welche Altersgruppe habe ich im Fokus. Dann natürlich sind auch, wenn ich von älteren Arbeitskräften spreche, auch individuelle Faktoren relevant. Wo arbeite ich? In welchem Bereich? Ist es eher, bin ich in der Produktion tätig? Bin ich im Dienstleistungsbereich tätig? Wie schaut es aus mit meiner Gesundheit? Wie schaut aus meine formale Qualifikation, mein Erfahrungswissen? Und genauso eben auch betriebliche Faktoren spielen eine Rolle. Ist der Betrieb ein Produktionsbetrieb? Ist ein Dienstleistungsbetrieb? Wo ist er verortet, also auch der Standort? Wenn man es jetzt anschaut hinsichtlich der Integration von älteren Arbeitskräften in den Arbeitsmarkt, kann man sich mal anschauen. Das ist jetzt nur für das Jahr 2019, gemessen an einem Altersjahrgang, wie viele Personen sind erwerbstätig, sprich sind unselbstständig oder selbstständig beschäftigt. Wir sprechen dann nachfolgend immer von der Beschäftigungsquote. Und da sehen Sie, natürlich jetzt nicht bereinigt um die Arbeitszeit, aber im Endeffekt sehen Sie, dass die Erwerbsintegration so stattfindet zwischen 25 und 55 Jahren in Österreich. Vorne haben Sie diesen Eingangsbereich, also diese Eingangsphase in den Arbeitsmarkt, auch geschlechtsspezifische Unterschiede, je nachdem, eben Männer sind viel stärker in der Lehrausbildung tätig, sprich, dann sind sie eben früh am Arbeitsmarkt. Aber eigentlich mit 25 beginnt ist diese Übergangsphase beendet und die dauert bis 55 und dann bricht es ab und dann geht es rasant runter. Und wenn man sich das jetzt nicht nur für ein Einzeljahr anschaut, man kann sich das ja auch anschauen im längerfristigen Vergleich. Und da sehen Sie eigentlich die Entwicklung der Erwerbsintegration von Personen ab 45 in Österreich nach Geschlecht. Also das heißt, wir haben da eigentlich die letzten gut 70 Jahre oder fast 70 Jahre abgebildet. Und was sieht man da? Einerseits eben bei den Männern, wenn Sie oben haben, diese blaue Linie, ist eigentlich auch ziemlich eine stabile Sache. Also die 45- bis 49-jährigen Männer, die Erwerbsintegration, weil wir reden immer nur von den Beschäftigten, den unselbstständigen und selbstständigen Personen, ist ungefähr so ein bisschen, zwar ein bisschen Variation unterlegt, aber im Endeffekt reden wir da von 90% der 45- bis 49-jährigen Männer, die beschäftigt sind. Dann, jetzt mit Blick auf die 55- bis 59-Jährigen, da sehen wir eigentlich, wir waren ziemlich hoch. Dann haben wir die Talsohle erreicht in den 1990er Jahren und jetzt sind wir ungefähr bei 40% wieder. Und dann eben 60 bis 64 Jahre. Diese eine Zacke bitte nicht überinterpretieren in den 70er Jahren, das ist ein Datenbruch. Aber im Endeffekt haben wir auch hier eine Delle dann in den 90er Jahren und mittlerweile sind wir jetzt, bei den 55- bis 59-Jährigen sind wir jetzt bei 80% und bei den 60- bis 64-jährigen Männern sind wir bei 40%. Aber was heißt das eigentlich? Wenn Sie jetzt nur den Endpunkt sich anschauen, haben Sie eigentlich nach Altersgruppen eine Spannweite von fast 50 Prozentpunkte. 40% 60- bis 64-Jährige, dann knapp 80% bei den 55- bis 59-Jährigen und etwas 90% bei den 45- bis 49-Jährigen. Also da sieht man einmal, in welcher Spannweite wir uns befinden, beziehungsweise auch welche Entwicklung wir eigentlich hinter uns haben. Andererseits jetzt das Bild bei den Frauen, da sieht man vor allem diese zunehmende Erwerbsintegration in den letzten Jahrzehnten, aufgrund der Höherqualifizierung und eben dieses nicht mehr Zurückziehen aus dem Arbeitsmarkt. Stabile Entwicklung oder eben ein stabiler Anstieg, bis jetzt bei knapp 90%. 55- bis 59-jährige Frauen haben auch eben diese Delle gehabt, Ende der 1990er Jahre, und das haben wir jetzt bei 80%. Bei den 60- bis 64-Jährigen sind wir bei 20%. Also da sehen Sie eigentlich, welche Entwicklung wir auch hier gesehen oder was eigentlich schon passiert ist am Arbeitsmarkt. Aber dann ist jetzt noch die Frage, jetzt hat man sich das angeschaut über die Zeit, warum ist es eigentlich jetzt so ein großes Thema? Und so ein großes Thema ist es deshalb, wenn Sie sich die Quantitäten dahinter anschauen. Wenn wir jetzt ansprechen, die unselbstständig Beschäftigten, also die Selbstständigen habe ich jetzt nicht mehr drinnen, sondern die unselbstständig Beschäftigten,
im Alter ab 55 Jahren in Österreich, reden wir jetzt von 660.000 Personen. Das sind knapp 660.000 Personen, die irgendwann in den nächsten 10 Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden. Ich spreche da nicht über einen Ersatzbedarf, aber es geht eigentlich nur aus der Altersstruktur heraus, wissen wir oder ist anzunehmen, dass knapp 660.000 Personen ausscheiden werden in den Arbeitsmarkt. Gehen Sie zurück, 2003 waren es knapp 200.000 und 1993 waren wir bei knapp 120.000. Also allein sich bewusst zu sein, von welcher Quantität wir jetzt sprechen. Wenn man sich das jetzt noch anschaut an der Gesamtbeschäftigung, haben wir eben im Alter ab, ab 55, also sprich eben ab 55 insgesamt 16% der unselbstständig Beschäftigten. Und das ist auch ein Anteil, der massiv gewachsen ist über die Zeit. Wir haben beispielsweise 2003 waren wir bei 4%. Und auch das zeigt Ihnen die Quantität und die Bedeutung oder die Relevanz dieser Thematik an. Und wenn Sie jetzt noch mitnehmen, die Zahl der 50-Jährigen, haben wir knapp 30% der unselbstständig Beschäftigten in Österreich sind 50 Jahre und älter. Und wenn wir noch die 45- bis 49-Jährigen nur dazu nehmen, noch 10%, sind wir bei 40%. Und umgekehrt, wenn Sie ganz runterschauen, also von wegen eben Neuzugang in den Arbeitsmarkt, dieser blaue Balken, das sind die jungen Leute. Mittlerweile 10% der unselbstständig Beschäftigten. Hatten wir gut über 20-25% zu Beginn, also 50er, 60er. Also da sehen Sie auch, wie sich die Zusammensetzung massiv verschoben hat. Im internationalen Vergleich, stehen wir ungefähr im Mittelfeld. Aber nichtsdestotrotz, jetzt auch fokussiert auf die 55- bis 59-Jährigen, sehen Sie aber nichtsdestotrotz eine massive Spannweite zwischen den Ländern. Und vor allem, die extrem stark ausgeprägt ist, wenn Sie jetzt schauen, wir haben dann Werte zwischen 90% und 70%, also sprich eben 20% Punkte, Unterschied zwischen den Ländern, Österreich liegt im Mittelfeld. Und noch stärker natürlich ausgeprägt, bei den Frauen. Da sind wir bei knapp 37% Punkte. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt die Frage, in welchen Wirtschaftsbereichen, in welchen Bereichen sind vor allem viele ältere Arbeitskräfte beschäftigt? Allein ich vor dem Hintergrund auch dieser Quantität dieser Beschäftigtengruppe. Und ein Instrument oder ein Hilfsmittel, wenn man so möchte, um sich das anzuschauen, ist eben, wenn man sich so Altersstrukturtypen anschaut. Ist eigentlich nichts anderes, als dass Sie sich anschauen, entweder im Betrieb, nach Branche oder nach Beruf, wie schaut die Alterszusammensetzung aus? Und hat die irgendeinen Schwerpunkt? Haben Sie beispielsweise an die Konzentration bei den Jüngeren, bei den Mittleren, bei den Älteren oder ist da eigentlich gar nichts, also sprich so balanciert? Oder ist es eher so ein bisschen so M-förmig, also sprich eben bipolar? Und da können Sie eben dann aufzeigen, also welche Merkmale Sie einer Altersstruktur zuweisen können. Wir sprechen dann eben von jugendzentriert, wann eben diese Konzentration bei den Jüngeren ist. Man spricht von mittenzentriert, wann die Konzentration auf die mittlere Altersgruppe ist. Alterszentriert, wenn die Konzentration eben auf Ältere ist. Oder balanciert, wann Sie eben keinen so einen Berg sehen, beziehungsweise eben dieses Bipolare, dieses M-förmige. Und was sieht man da jetzt nur so als Eingangs? Die Zusammensetzung, die Altersstruktur der unselbstständig Beschäftigten in Österreich in den letzten 70 Jahren. Also wir fangen 55 an und es geht bis 2023. Und was sehen Sie? Im Endeffekt, die obere Reihe ist irgendwas, was von oben runter geht. Mehr oder weniger jugendzentriert. Diese Struktur hält an eigentlich bis 93, wenn Sie so schauen. Da haben wir auch noch diese Jugendzentrierte. Und dann eben diese starken Altersjahrgänge, der Ende 50er, Anfang 60er Jahre, fangen dann natürlich zum Wandern an. Dann haben wir eben 2003 die Mittenzentrierung und dann 2013 schaut schon stärker aus nach alterszentriert. Und dann aber eben 23 geht es vorne ein bisschen auch im Vergleich zu 13 ein bisschen weiter hinauf, eben mit dem Zuzug.
Aber im Endeffekt haben wir jetzt einen enormen Anteil an Älteren. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel den letzten Punkt sich mal anschauen, ist das, was man auch vorher schon gesehen hat, fangen wir unten an bei knapp 93, bei knapp, also 55 plus Anteil ist bei 5% und jetzt sind wir bei diesen 16%. Und zugleich aber, wenn Sie genau umgekehrt sich anschauen, wo fängt denn die Linie an? 93 deutlich höher als 2023. Also sprich, eben dieser sinkende, ist auch damit verbunden, eben dieser sinkende Anteil an jungen Leuten in Österreich. Nun, wie schaut es jetzt in den Branchen aus? Also gleich vorweg, Frauen sind die blauen, blaue Linie, Männer die grüne Linie, auch wieder diese alten Strukturmerkmale. Wo sieht man da eigentlich? Eigentlich ziemlich balanciert bei den Männern in der Sachgütererzeugung. Bei der Energie- und Wassersversorgung sind wir schon eher alterszentriert, sprich eben einen vergleichsweise höheren Anteil an älteren Arbeitskräften. Bauwesen, was für mich stark eben für die Männer ist, haben wir eigentlich sind wir balanciert. Handel, eigentlich wichtig für die Frauen, haben wir eigentlich in alterszentriert, also sehr stark alterszentriert. Verkehr und Transport, das eigentlich wieder wichtig ist für die Männer, alterszentriert, was bedeutet das aber auch gleichzeitig? Mit Blick auf Ökologisierung der Wirtschaft und eben Ausbau von öffentlichem Verkehr, dass sie eigentlich da auch Herausforderungen haben werden. Also nicht nur, es wird nicht nur gebraucht, diese Jobs, sondern zugleich dürfen sie nicht oder darf man nicht unberücksichtigt lassen, dass wir hier eine alterszentrierte Altersstruktur haben, dass eben viele Arbeitskräfte in den nächsten Jahren weggehen werden altersbedingt, ausscheiden werden altersbedingt. Also das heißt, auf der einen Seite, ich brauche Leute in diesem Bereich, aber zugleich muss mir bewusst sein, welche Altersstruktur dahinter auch verbunden ist. Und dann haben wir im Tourismus, gerade bei den Männern sehr stark jugendzentriert, bei den Frauen ein bisschen eher in die Richtung alterszentriert. Und dann haben wir noch vier andere oder ausgewählte Branchen. Ganz stark jugendzentriert, wenig verwunderlich natürlich der IKT-Bereich. Aber was bedeutet das auch zugleich, wenn ich eben einen jugendzentrierten Wirtschaftsbereich habe? Wir wissen, dass in den nächsten Jahren die Jahrgangsbesetzungen der jungen Leute sinken wird. Das heißt, eine Branche, die eigentlich sehr stark konzentriert ist auf jüngere Leute, auch dort wird es Herausforderungen geben, weil wir einfach zu wenige junge Leute haben, die in diesen Bereich reinkommen können. Dann ganz großes Thema, wenn wir eben von Altersstruktur sprechen und Alterszusammensetzung, ist natürlich die Beschäftigungssituation im öffentlichen Bereich, also die enorme Alterszentrierung. Ebenso im Finanz- und Versicherungswesen. Aber gerade das größere Problem ist natürlich auch das Gesundheitswesen. Vor allem eben frauenzentriert. Und was sehen Sie bei den Frauen? Eine starke alterszentrierte Ausrichtung. Was bedeutet das eigentlich? Wir sagen auf der einen Seite, wir brauchen aufgrund der Demografie, wird eben die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen steigen, aufgrund der Alterung der Bevölkerung. Aber zugleich haben sie das Problem, dass die Beschäftigten und dieser Hauptteil der Beschäftigten sich eigentlich in diesem Bereich durch eine alterszentrierte Altersstruktur auszeichnet. Sprich eben in den nächsten Jahren viele Personen in den nächsten Jahren altersbedingt ausscheiden werden aus diesem Bereich. Und vor diesem Hintergrund ist jetzt die Frage, was kann man tun, um ältere Arbeitskräfte in Beschäftigung zu halten? Weil es haben ja diese Zahlen, zeigen das ja so deutlich auf. Also das heißt, wir reden jetzt davon 660.000 älteren Personen, die wir in Beschäftigung halten müssen. Und das ist ja nicht nur eine Phase, die uns jetzt betrifft, sondern das geht ja bis in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und was kann man machen? Und wir haben uns das angeschaut im Auftrag der Wirtschaftskammer Niederösterreich für die metalltechnische Industrie. Da geht es jetzt nur um Produktionsbetriebe. Und da ist herausgekommen, dass es eigentlich so vier Bereiche gibt, die wichtig sind, um eben Arbeitskräfte zu halten im Betrieb. Da geht es einerseits um Arbeitszeitgestaltung, um Arbeitsplatzgestaltung, um natürlich das Thema Aus- und Weiterbildung, aber auch um das Thema Arbeitskultur. Und was ist im Bereich der Arbeitszeitgestaltung? Weil da geht es ganz konkret, ist darum gegangen, um Produktionsbetriebe. Was kann man hier tun? Und da haben die Betriebe
ganz klar rückgemeldet, Produktionsbetriebe sind oftmals Schichtbetriebe, Betriebe mit Schichtarbeit. Und wo kann ich da flexibel sein? Wie geht das? Und da haben eigentlich die Unternehmen zurückgemeldet, die eben keine Schwierigkeiten haben beim Halten von Arbeitskräften, die gesagt haben, wir haben 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Schichtmodelle im Betrieb. Ist ein Wahnsinn, das zu organisieren, aber es geht nicht anders, weil sie müssen berücksichtigen die unterschiedlichen Präferenzen. Oftmals ist es beispielsweise, je nach Lebenssituation, wenn Sie jetzt so ein 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage Modell, also Schichtarbeit haben, ist es oftmals die Frage, wie schaut es aus, kann ich jetzt diese 5-Tage-Schicht machen oder tue ich mir leichter ab einem gewissen Alter, dass ich nur 3-Tage-Schicht mache oder nur am Wochenende. Und zugleich eben ist auch dann ein Thema geworden, und es ist nicht nur ein Thema für Frauen, sondern auch oftmals für ältere Arbeitskräfte, Teilzeitarbeit in der Schicht. Wo uns eben Unternehmen gesagt haben, es ist sehr wohl möglich, Teilzeitarbeit in der Schicht. Es ist halt nicht nur, dass ich die halbe Schicht mache, sondern ich mache halt eine geringere Anzahl an Schichten. Also das war schon klar, also die halbe Schicht geht nicht, oder was wir nicht gehört haben, sondern es ist einfach eine geringere Anzahl an Schichten. Aber nichtsdestotrotz, es zeigt uns auf, dass es sehr wohl Ansätze gibt, auch in der Produktion, dass ich hier flexibler und vor allem auf die Lebenssituation angepasst hier Arbeitszeitmodelle etabliere. Beim Arbeitsplatz ist es natürlich die Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsplatzsicherheit. Dann im Bereich der Aus- und Weiterbildung, ganz wichtig eben dieser Zugang, und oftmals haben auch die Unternehmen gesagt, wichtig ist auch diese Kombination, nicht nur eben Aus- und Weiterbildung eben anzubieten, sondern das oftmals auch zu kombinieren mit sozialen Aktivitäten. Auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Beziehungsweise eben ganz wichtig, auch dieses permanente und diese permanente Weiterbildung. Weil was wissen wir aus Befunden? Die Weiterbildungsbeteiligung sinkt massiv ab dem Alter von 50 und 55. Aber zugleich wissen wir, dass wir gerade diese Personen noch 10, 15 Jahre in Beschäftigung halten müssen. Also das heißt, auch hier gilt es anzusetzen, dieses Abreißen oder diesen enormen Rückgang der Weiterbildungsbeteiligung hier entgegenzuwirken. Und dann natürlich großes Thema Arbeitskultur. Und da war eben ganz groß eben die Frage eben mit Identifikation mit dem Betrieb, aber auch die Möglichkeit eben wie gestaltet sich der Umgang im Betrieb, beziehungsweise auch zwischen den einzelnen Gruppen. Und ganz wichtig natürlich, und das geht dann wieder zurück auf den Bereich eben der Arbeitszeitgestaltung, dass eben Unternehmen sagen, es ist ganz wichtig eben anzubieten auch flexible Arbeitszeitmodelle im Betrieb. Also das heißt, es ist nicht nur diese Defizithaltung, sondern dieses aktive Tun. Und dann ganz konkret, also nicht nur, wo kann man ansetzen, also diese 4 Aspekte, sondern was kann man tun? Da gibt es eine aktuelle Studie von L&R, die eben aufzeigt, dass halt auch digitale Assistenzsysteme hier eine Rolle spielen können. Eben auch unterstützend, sei es unterstützend in der tatsächlichen Tätigkeit, also in der Ausführung, aber auch bei der Wahrnehmung. Sprich eben, dass ich besser sehen, besser fühlen kann, oder auch in den Entscheidungen. Also das heißt, hier gibt es eben mit Hilfe, kann man eben das also nicht negativ behaftet zu sehen, sondern eigentlich positiv behaftet zu sehen, dass ich eigentlich durch Technologieeinsatz, und das haben wir eigentlich schon in den ersten Phasen der Digitalisierung gesehen, dass eigentlich durch Technologieeinsatz altersabhängige Jobs altersunabhängiger werden. Weil einfach die Tätigkeit also nicht mehr so stark ausgerichtet ist auf dieses Tun, auf dieses physische Tun, sondern oftmals dann abgelöst wird, in der ersten Phase schon abgelöst worden ist, beispielsweise durch Überwachungstätigkeiten. Und das geht natürlich jetzt einen Schritt weiter mit weiteren Assistenzsystemen. Und so können Sie eben, wenn es eben positiv behaftet und nicht stigmatisierend ist, sehr wohl dazu beitragen, dass Sie altersabhängige Jobs altersunabhängiger werden, beziehungsweise auch, dass sie Arbeitskräfte länger in Beschäftigung halten können, auch mit Blick eben Gesundheitszustand und beispielsweise eben mit Blick auf Hilfestellung durch die Technologie. So, und was kann man jetzt aus diesen Aspekten
mitnehmen. Ja, es ist eigentlich, die Quantität zeigt es auf. Und nochmals, 660.000 Beschäftigte im Alter ab 55 Jahren in Österreich, die in den nächsten 10 Jahren abgehen werden, sind eine Quantität, sind eine große Quantität. Und daher ist es unerlässlich, dass es angepasst wird, dass wir eben diese, vor allem mit Blick auf Arbeitskräfte, auf das Halten oder diese Bedeutung von Arbeitskräften, dass wir sie in Beschäftigung halten, sprich eben es braucht angepasste Arbeitszeitmodelle, genauso eben es muss auch der Arbeitsplatz entsprechend gestaltet werden. Vor allem, früher haben wir eben gesprochen, diese Ausgestaltung von internen Arbeitsmärkten. Dauerbrenner natürlich Qualifizierungsaktivitäten und vor allem eben nicht diesen Rückgang zulassen, eben ab dem Alter von 50 oder 55. Und natürlich ganz wichtig, dass diesen altersbedingten Herausforderungen, dass man die nicht entgegenwirken, sondern eben nicht diese Kuration haben, sondern dass wir eigentlich in der Prävention arbeiten. Und zugleich aber auch die Betriebe im Blick haben. Und warum die Betriebe im Blick haben? Wenn Sie beispielsweise jetzt ein kleiner Betrieb sind, mit einer alterszentrierten Altersstruktur, sprich eben viele ältere Arbeitskräfte, Sie haben eine stabile Belegschaftszusammensetzung gehabt über die Jahre, weil Sie einfach ein Betrieb waren, wo es eben kaum Fluktuation gegeben hat. Das heißt, Sie haben eine sehr homogene Alterszusammensetzung der Belegschaft gehabt. Und was bedeutet das jetzt für Sie? Sie müssen erstens A, umgehen lernen mit einer zunehmenden heterogener werdenden Belegschaft. Und zugleich, aber zuvor, müssen Sie auch lernen, neue Arbeitskräfte zu akquirieren, wo Sie vielleicht gar keine Erfahrung noch gehabt haben mit Suchprozessen, weil Sie das nicht gebraucht haben, weil Sie einfach so eine stabile Belegschaft über die Zeit gehabt haben. Also das heißt, auch hier braucht es Unterstützung bei den Suchprozessen und dann aber auch bei der Etablierung dieses Zusammenwirken dieser zunehmenden heterogenen Altersstruktur in der Belegschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das eben adressiert wird, diese Thematik, und eben hier entsprechend Unterstützungsmöglichkeiten da sind, vor allem für kleinere Betriebe, die eben keine entsprechenden Abteilungen in diesem Bereich haben und da eben ganz gezielt Unterstützung brauchen im Bereich der Qualifizierung, aber auch und nicht nur im Bereich der Qualifizierung, sondern auch im Bereich des Gesundheits- und Altersmanagements. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank.